Sehr geehrter Herr Präsident, lieber Wolodymyr, es ist schön, dich wieder hier in Berlin begrüßen zu können. Wir treffen uns hier kurz vor dem zweiten Jahrestag des mörderischen Überfalls Russlands auf die Ukraine. Heute schnüren wir ein weiteres militärisches Hilfspaket im Wert von etwa 1,1 Milliarden Euro für die Ukraine. Meine Damen und Herren, lassen Sie mich, bevor ich über unser Gespräch berichte und die Zusammenarbeit zwischen Deutschland und der Ukraine, auf eine Meldung eingehen, die uns alle jetzt erreicht hat. Sie ist noch nicht abschließend bestätigt, aber wir müssen ja doch mit hoher Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass es zutrifft, dass nämlich Herr Nawalny verstorben ist in einem russischen Gefängnis. Und das ist etwas, das sehr bedrückend ist. Ich habe Nawalny getroffen hier in Berlin, als er in Deutschland sich von dem Vergiftungsanschlag zu erholen versucht hat und mit ihm auch geredet über den großen Mut, den es erfordert, wieder zurückzugehen in das Land. Und wahrscheinlich hat er diesen Mut jetzt bezahlt mit seinem Leben. Wir wissen aber nun auch ganz genau spätestens, was das für ein Regime ist. Wer Kritik äußert, wer sich für die Demokratie einsetzt, muss fürchten um Sicherheit und Leben. Und deshalb sind wir alle sehr bedrückt. Wir sind bei der Familie, der Frau und dem Kind und all den Angehörigen und Freunden. Und es ist etwas ganz Furchtbares, auch als ein Zeichen, wie sich Russland verändert hat nach den nun schon leider lange zurückliegenden hoffnungsvollen Entwicklungen, die in Richtung Demokratie gegangen waren, ist das längst keine Demokratie mehr. Sehr geehrter Herr Präsident, lieber Wolodymyr, es ist schön, dich wieder hier in Berlin begrüßen zu können. Wir treffen uns hier kurz vor dem zweiten Jahrestag des mörderischen Überfalls Russlands auf die Ukraine. Unsere Gedanken sind bei all denen, die ihr Leben verloren haben. Aber auch bei all jenen tapferen ukrainischen Frauen und Männern, die sich dem russischen Aggressor in den Weg gestellt haben. Wichtig ist, Putin hat kein einziges seiner Ziele erreicht. Die ukrainischen Streitkräfte hingegen haben mehr als die Hälfte der Gebiete, die Russlands Truppen besetzt hatten, befreien können. Die Widerstandskraft der Menschen in der Ukraine ist bewundernswert. Lieber Wolodymyr, die Beziehungen zwischen Deutschland und der Ukraine haben in den vergangenen beiden Jahren eine ganz neue Qualität erreicht. Von Anfang an haben wir die Ukraine in ihrem heldenhaften Verteidigungskampf unterstützt, finanziell, politisch und mit der Lieferung von Waffen. Für die militärische Unterstützung der Ukraine haben wir 2024 rund 7,1 Milliarden Euro und 6 Milliarden Euro Verpflichtungsermächtigungen für die Folgejahre bereitgestellt. Insgesamt hat Deutschland für die militärische Unterstützung der Ukraine mittlerweile Leistungen und Mittel bzw. Verpflichtungsermächtigungen für zukünftige Leistungen in Höhe von rund 28 Milliarden Euro erbracht bzw. bereitgestellt. Damit ist Deutschland der zweitgrößte militärische Unterstützer der Ukraine. Das ist bekannt. Heute schnüren wir ein weiteres militärisches Hilfspaket im Wert von etwa 1,1 Milliarden Euro für die Ukraine. Es enthält unter anderem die Lieferung von 36 Panzer- bzw. Radhaubitzen aus Industriebeständen, 120.000 Schuss Artilleriemunition, zwei weiteren Skynex-Luftverteidigungssystemen und dringend benötigten Flugkörpern für den Typ IRIS-T. Heute gehen wir aber auch einen historischen Schritt weiter. Meine Damen und Herren, Präsident Selenskyj und ich haben vorhin eine Vereinbarung über unsere langfristigen bilateralen Sicherungszusagen unterschrieben. Das Dokument kann in seiner Bedeutung kaum überschätzt werden. Es legt fest, dass Deutschland die unabhängige Ukraine weiterhin bei ihrer Verteidigung gegen den russischen Angriffskrieg unterstützen wird. Ich habe es oft gesagt, as long as it takes. Wir werden unsere ukrainischen Partner darüber hinaus auch beim Aufbau moderner, wehrhafter Streitkräfte unterstützen, um jeden zukünftigen Angriff abzuschrecken. Und sollte es in Zukunft noch einmal zu einer russischen Aggression kommen, haben wir detaillierte Unterstützungsvereinbarungen getroffen, diplomatisch, wirtschaftlich und wie heute auch mit militärischer Ausrüstung. Mit dieser Vereinbarung setzen wir um, was die Staaten der G7 im vergangenen Sommer in Vilnius versprochen haben. Ein Versprechen, dem sich inzwischen im Übrigen mehr als 20 Länder angeschlossen haben. Wir sind nun
nach Großbritannien das zweite Land, das eine solche Zusage fest vereinbart. Weitere Länder werden bald folgen, nachher gleich unsere französischen Freunde. Die heutige Vereinbarung umfasst auch umfangreiche Unterstützungsleistungen im zivilen Bereich, etwa bei der Räumung von Minen, der Sicherung der Energieinfrastruktur und für den Wiederaufbau des zerstörten Landes. Mein Dank gilt an dieser Stelle ausdrücklich der Außenministerin und dem Verteidigungsminister. Beide haben sich sehr engagiert, damit wir die Zusage für die Ukraine so schnell hinbekommen. Die Vereinbarung spiegelt die Werte wider, die wir miteinander teilen. Sie beruft sich klar auf Demokratie und Rechtsstaatlichkeit, die Ordnung also, in der unsere Gesellschaften leben wollen. Folgerechtlich bekennt sich die Ukraine dazu, ihrerseits die Reformen fortzusetzen, die insbesondere auch für einen EU-Beitritt zentral sind. Herr Präsident, lieber Volodymyr, es ist wirklich bemerkenswert, wie sehr unsere Länder in den vergangenen beiden Jahren zusammengerückt sind. Die heutige Vereinbarung steht dafür stellvertretend und sie steht für eine Zukunft, in der sich die Ukraine in Frieden weiterentwickeln kann. Einem Frieden, so sei erwähnt, mit Blick auf jene, die nach einem raschen Waffenstillstand und Verhandlungen mit Russland rufen, der kein russischer Diktatfrieden sein darf. Lassen Sie mich deutlich sagen, natürlich wünschen wir uns alle ein baldiges Ende dieses brutalen Krieges. Wir genauso wie jeder und jede in der Ukraine. Leider sehen wir, Russland ist nicht zu einem dauerhaften und gerechten Frieden bereit. Im Gegenteil, es hält an seinen Kriegszielen erbarmungslos fest, wie Putin erst dieser Tage wieder deutlich gemacht hat. 2 Jahre nach Beginn dieses entsetzlichen Krieges schicken wir deshalb heute eine glasklare Botschaft an den russischen Präsidenten. Wir werden in unserer Unterstützung für die Ukraine nicht nachlassen. Wir stehen weiter fest an der Seite der Ukrainerinnen und Ukrainer. Und lassen Sie mich heute auch an den US-Kongress appellieren, die nötigen politischen Beschlüsse zu fassen, um die finanzielle und militärische Unterstützung der Ukraine weiterhin sicherzustellen. Lieber Volodymyr, ich freue mich, dass du heute für die Unterzeichnung nach Berlin gekommen bist und über diesen historischen Schritt in unseren Beziehungen. Slava Ukraini. Vielen Dank. Vielen Dank vor allem an dich, Olaf, persönlich, für diese besondere Beziehung zur Ukraine, zu den Ukrainerinnen und Ukrainern und auch dem deutschen Volk, den Familien, den einfachen Menschen für diese Hilfe und Behandlung. Das ist historisch, diese große Unterstützung. Und für unsere Soldaten und Streitkräfte, für die Menschen, die in der Ukraine auf einen Sieg hinaufarbeiten. Und natürlich im Namen von denen, die in Deutschland Zuflucht gefunden haben. Eine sehr große Anzahl an Menschen, die ihr Land haben verlassen müssen. Ich danke Ihnen, Herr Bundeskanzler Olaf, liebe Delegationsmitglieder, liebe Journalisten, deutsches Volk, liebe Freunde. Heute, wie Herr Bundeskanzler schon gesagt hat, ist ein sehr wichtiger Tag für unsere Völker, für die Ukrainer und die Deutschen und auch für Europa, wenn wir zusammen das Völkerrecht verteidigen wollen und die Unabhängigkeit von Nationen. Und hier sind wir global vereint. Ich bin sehr dankbar für diese Sicherheitszusagen und für die militärische Unterstützung für das neue Paket, das geschnürt wurde. Wir brauchen das genau jetzt. Und es geht um mehr als 1 Milliarde Euro. Das ist Artilleriemunition, die wir so dringend brauchen. Das ist kritisches Gut für uns an der Front. Auch die Haubitzen, auch andere Waffen, Luftverteidigungssysteme, die wir so verzweifelt brauchen, unsere Menschen brauchen sie. Leider haben wir jetzt einen Rückgang verzeichnet von unseren Partnern, was wir von unseren Partnern bekommen, und die deutsche Unterstützung ist hier vital für uns, für unsere Kämpfer
an der Front. Sehr geehrter Bundeskanzler, lieber Olaf, ich schätze es sehr, dass du uns beistehst, wie ganz Deutschland es tut. Und diese Hilfe, diese Artillerie und andere Waffen werden in kurzer Zeit eintreffen. Und nächste, diese Sicherheitsvereinbarung ist einfach beispiellos. Das ist ein sehr wichtiges bilaterales Dokument. Es geht nicht nur um unsere neue Richtung in unserer Zusammenarbeit. Es geht darum, dass Deutschland die Normalität in Europa und in der Welt schützen möchte, weil der Krieg niemals zum Alltag werden darf für kein Volk auf dieser Welt. Und die Aggressoren sollten schon vor ihren verbrecherischen Tätigkeiten und Angriffen wissen, dass sie verlieren werden. Vor diesem Krieg haben wir über die präventiven Sanktionen gesprochen, über den Druck auf Russland, als Russland uns abschrecken wollte mit diesem Krieg. Und wir haben von den Waffen gesprochen, die den Aggressor davon hätten abhalten können, für diese Antikriegslogik. Und diese Logik wollen wir hier zugrunde legen für diese neue Sicherheitsarchitektur, für dieses Sicherheitsabkommen. Und konkret dieses Abkommen mit Deutschland, es geht um Unterstützung. Es wird beziffert mit mehr als 7 Milliarden Euro militärische Unterstützung und es sind ganz klare Bedingungen und Vereinbarungen. Es gibt ganz viele Momente, die genau belegen, dass Russland auch verantwortlich ist für all die Kriegsverbrechen, die begangen wurden am ukrainischen Volk. Jedes Kriegsverbrechen wird bestraft. Und das ist nur gerecht. Und in diesem Abkommen ist die Rede auch von Sanktionen gegen Russland und russische eingefrorenen Vermögen, die in unterschiedlichen Ländern eingefroren sind. Jede Terroristenstadt sollte verstehen, dass das konfisziert werden kann und für die Verteidigung und Wiederaufbau benutzt werden kann. Und es ist für mich sehr wichtig, dass es hier um die Positionen geht, ihre Position zur europäischen Integration und euroatlantischen Integration. Wir sind schon de facto ein Teil von europäischen oder euroatlantischen Familie, aber das müssen wir irgendwann auch juristisch festhalten. Das ist ein sehr starkes Dokument. Lieber Olaf, ich bedanke mich ganz herzlich dafür. Ich bedanke mich bei unseren Teams, beim deutschen und ukrainischen Team, die bei der Vorbereitung beteiligt waren. Und noch etwas. Heute haben wir uns in einem Vier-Augen-Gespräch mit dem Bundeskanzler getroffen und bei einem Delegationsgespräch. Wir haben natürlich die Situation an der Front beredet, das sehr wichtig ist und die Vorteile, die die Russen, die Aggressoren haben hinsichtlich Artillerie und anderer Waffen. Das ist wahr, aber wir tun alles, damit wir auch unter diesen Umständen uns effektiv verteidigen können. Und ich danke für die internationale Unterstützung und ich danke natürlich Deutschland. Wir haben auch über Luftverteidigung gesprochen. Deutschland ist hier führend. Ich bin so dankbar unseren deutschen Partnern. Wir haben Tausende von Leben schon gerettet von russischen Raketen, aber wir brauchen noch mehr. Und mit Herrn Bundeskanzler sprachen wir heute über ganz konkrete Sachen, die noch mehr Leben in der Ukraine retten können. Egal wie schwierig das ist, egal welche Herausforderungen vor uns stehen, wir sollten uns immer vor Augen halten, nur wenn wir vereint sind, können wir unsere Leben schützen. Putin tötet immer. Er ist dieser Krieg. Es ist die Personifikation dieses Krieges und er wird nicht stoppen. Nicht anhalten, wir können ihn nur gemeinsam anhalten und stoppen. Und das ist sehr bedauerlich, was Herr Bundeskanzler auch gesagt hat, dass Alexei Nawalny in einem russischen Gefängnis gestorben ist. Es ist für mich offensichtlich, er wurde getötet, wie andere Tausende, die zu Tode gequält wurden wegen dieses einen Menschen. Putin ist es egal, wer sterben wird. Hauptsache, er bleibt bei seiner Position. Und deshalb sollte er auch alles verlieren. Er sollte verlieren, sollte alles verspielen und er sollte dann auch zur Verantwortung gezogen werden für die Verbrechen. Lieber Olaf, liebes deutsches Volk, ich danke Ihnen nochmal, euch nochmal vom ganzen Herzen und von jedem Ukrainer und einer jeden Ukrainerin für diese ganz wichtige Unterstützung, die ihr leistet. Diese Unterstützung ist sehr pragmatisch, sehr stark und ich bedanke mich. Slava Ukraini.
Добрий день, дякую. Наталя Фібріх, телеканал 1 плюс 1. Наталя Фібріх, телеканал 1 плюс 1. Herr Präsident, in der Ukraine Thema Nummer 1, kritische Situation in Avdiivka. Können Sie das kommentieren? Wie sehen Sie die Lage dort in Avdiivka? Werden wir dort vielleicht neue Ansätze sehen? Was macht jetzt der neue Oberbefehlshaber? Und an beide die Frage zu NATO. Dieser Abkommen ist ja nicht Ersatz sozusagen für eine Europa. Für die Ukraine zu NATO. Erwarten Sie, Herr Zelensky, ein Signal zu hören in Washington, vielleicht andere Signale, die wir in Vilnius gehört haben? Und ist Berlin bereit, der Ukraine konkretere Signale zu geben, konkretere Vorschläge zu machen, als die, die man in Vilnius bekommen oder gehört hatte? Vielen Dank. Okay. Vielen Dank für die Frage. Avdiivka, die Lage dort. Wir wissen, wir erinnern uns, was Russland mit unseren Städten und Dörfern macht. Sie werden keine Ruhe geben, wenn sie nicht alles dort zerstören, was es doch noch gibt. Unsere Menschen, unsere Militärangehörigen und unsere Soldaten verteidigen Avdiivka, strategische Objekte, logistische Wege, die den Feind hindern. Ich verstehe, was passiert. Ich habe Kontakt mit unserer militärischen Führung. Ich werde nicht sagen, welche Ansätze oder welche neue Ansätze sie jetzt haben. Sie machen alles oder sie wollen alles machen, um die Menschen zu schützen dort. Das ist das wichtigste Signal von mir. Unsere Soldaten ist das Wichtigste, was wir haben. Das ist unsere wichtigste Waffe. Jeder wird Ihnen sagen, das ist klar, der Krieg ist Verlust, ja, aber vor allem, man soll schauen, wir müssen minimieren unsere Verluste. Unsere Soldaten sind das Wichtigste. Diesen Signal bekommen von mir militärische Führung und vor Ort arbeiten die Profis, sie wissen schon, was sie zu tun haben. Was NATO betrifft, was sein kann, ehrlich gesagt, Sie wissen, von wem hängt alles ab in der NATO, von Verbündeten, von allen Verbündeten. Und Sie wissen, von wem das mehr abhängt als von dem anderen. Ja, wir hatten ein gutes Summit in Vilnius. Ja klar, wir wollten damals eine konkrete Einladung bekommen. Wir rechnen damit in der Zukunft, ja. Und die Ukraine wird in der NATO sein, das ist mir klar. Diese Sicherheitsabkommen sind zum Teil sehr konkret und es geht um eine langfristige Unterstützung, weil die Ukraine Mitgliedschaft in der NATO anstrebt. Die Verbündeten verstehen, wir werden in der NATO sein. Aber was passiert in Washington? Schwer zu sagen. Sie haben innenpolitische Herausforderungen momentan. Wir werden alles machen, um die Ukraine zu stärken. Von einem Schritt zum nächsten, von einem Treffen zum nächsten, von einem Abkommen zum nächsten. Schönen Dank auch für die Frage. In der Tat, wir haben heute die Sicherheitsvereinbarung unterschrieben, auf die wir uns als G7 in Vilnius verständigt haben. Und das ist ein ganz bewusstes, sichtbares Zeichen, dass alles sehr ernst gemeint ist. Und deshalb statt großer Spekulationen über Worte, das, was wir in Vilnius gemeinsam formuliert haben, das ist von uns aus von ganzem Herzen unterstützt. Und wir werden genau entsprechend der Worte im Geiste und im Herzen handeln. Michael Nienaber von Bloomberg. Sie haben ja heute ein Sicherheitsabkommen unterschrieben. Herr Scholz, Sie hatten gesagt, dass es relativ detailliert ist. Können Sie das etwas erläutern, inwieweit geht dieses Abkommen auf konkrete Waffengattungen ein? Sind da auch Stückzahlen genannt? Vielleicht können Sie ein paar Beispiele nennen, damit wir uns besser vorstellen können, was da eigentlich heute von Ihnen zugesagt wurde. Und an Herrn Zelensky, vermissen Sie etwas in diesen Sicherheitsgarantien? Hätten Sie sich mehr gewünscht? Danke. Schönen Dank. Wir werden oder haben schon parallel den gesamten Text für Ihre sorgfältige Lektüre bereitgestellt. Sie werden also da reinschauen können. Das ist ja kein Geheimabkommen, sondern eines, das wir öffentlich vereinbaren, um auch gemeinsam dann entsprechend der dort getroffenen Vereinbarung zu handeln. Für Deutschland ist das
im Hinblick auf viele Aspekte ein ganz wichtiges Commitment, das wir eingehen, auch weil es eine Sicherheitsvereinbarung ist, die auf lange Zeit ausgerichtet ist, die auch ganz konkret bespricht, wie es nach einem Friedensschluss sein könnte, einer Ukraine, die sich gegen die russische Aggression erfolgreich gewehrt hat, und was passiert, wenn es wieder zu neuen Aggressionshandlungen kommt. Und im Übrigen dokumentiert sie natürlich die unglaublich große Bandbreite der Waffenhilfe, die Deutschland für die Ukraine zur Verfügung stellt, und macht klar, dass wir da auch nicht nachlassen werden. Sie wissen, dass die Gesamtleistung der Unterstützung mit Waffen und Munition, die Deutschland bereits geleistet hat oder bereits zugesagt hat, alles zusammen etwa 28 Milliarden Euro ausmacht. Allein für dieses Jahr sind es 7,1 Milliarden. Konkrete Zusagen für die nächsten Jahre sind auch getroffen. Und wir werden so weitermachen. Die Ukraine kann sich auf Deutschland verlassen. Ich glaube, das Wichtigste, was in diesem Dokument enthalten ist, ist, dass es ein Abkommen ist mit konkreten Zahlen. Und diese Zahlen, es geht nicht nur um Geld, es geht um Jahre. Und es geht um entsprechende Handlungen nach dem Kriegsende, wenn die Aggression wiederkommen sollte. Es geht um konkrete Fristen, wo wir dann Unterstützung bekommen werden, die Ukraine unterstützt wird. Und das sind konkrete Sachen, auf die jeder Mensch in der Ukraine zählen kann. Es sind Sicherheitsgarantien. Die Ukraine hatte noch nie wertvollere und stärkere Dokumente als dieses Dokument, das wir heute unterzeichnet haben. Ich bin auch sehr dankbar dem Verein Königreich, dass wir mit dem das angefangen haben, und jetzt sind wir on track, und die G7-Länder und mehr als 20 Länder, andere Länder, wollen sich dem anschließen. Konkret haben wir bis dato nur noch mit Deutschland und Großbritannien unterzeichnet, aber wir sind auf dem Weg, solche ähnliche Dokumente mit anderen Ländern zu unterzeichnen, und wir sind auf einem guten Wege, und mit aller Achtung für alle anderen bilateralen Dokumente, die wir bereits haben, ich glaube, dieses Abkommen ist das Wertvollste und das Stärkste, was wir bis dato haben. Guten Tag, Ніна Коломієць, телеканал «Інтер». Deutschland liefert 3-4-mal mehr Artilleriemunition in die Ukraine. Das hat Boris Pistorius vor kurzem erklärt. Er sagte, das Ergebnis des Krieges in der Ukraine wird sich in den Betrieben, Rüstungsindustrie entscheiden. Wie schnell kann man loslegen in der Rüstungsindustrie? Wie schnell kann man das liefern in die Ukraine, was gebraucht wird vor Ort? Wir haben bereits jetzt sehr viel Unterstützung geliefert aus unseren Beständen. Wir haben bereits geliefert aus dem, was die Industrie zur Verfügung stellen kann, und schließen jetzt Stück für Stück mit vielen Unternehmen oder haben bereits Verträge abgeschlossen, die größere Produktionsmengen dort wirksam werden lassen. Das ist für uns ein sehr weitreichender Schritt, aber es ist einer, der genau jetzt erforderlich ist. Erst Anfang dieser Woche war ich zusammen mit dem Verteidigungsminister in Niedersachsen und habe an der Grundsteinlegung einer Munitionsfabrik teilgenommen. Das wird uns zusammen mit entsprechenden Vorhaben, die wir in Rumänien voranbringen, mit Vorhaben, die dieses Unternehmen konkret auch in vielen Teilen der Welt vorantreibt, in die Lage versetzen, immer die notwendige Menge an Munition zu produzieren. Und wir werden genau schauen, dass alles das, was wir jetzt auf den Weg bringen, uns in die Lage versetzt, verteidigungsfähig zu sein. Ein Hinweis vielleicht, wir lernen jetzt ja auch auf bittere Weise, wie ein Krieg sich in dem 21. Jahrhundert zutragen kann, als konventioneller Krieg mit unglaublichen Zerstörungen, die dort stattfinden. Die Ukraine hat sich verteidigen können wegen des Mutes und der Beherztheit der Bürgerinnen und Bürger der Ukraine, aber selbstverständlich auch deshalb, weil so viele Länder, Deutschland sicherlich ganz weit vorne dabei, aber auch viele andere europäische Länder und die USA, Kanada und andere Staaten, Unterstützung möglich gemacht haben. Wenn wir uns verteidigen müssen, müssen wir das ja aus eigener Kraft können.
Und deshalb ist das, was wir jetzt wegen der Ukraine tun, gleichzeitig auch eine wichtige Aussage für die eigene Sicherheit und Zukunft. Denn die Produktionskapazitäten, die wir jetzt errichten, sind dann auch ein klarer Hinweis, dass wir Nachschub nicht nur aus dem Lager bekommen können, sondern auch aus laufender Produktion. Das wird die Sicherheit erheblich verstärken. Ja, Theresa Münch von der Nachrichtenagentur dpa. In den USA stehen die Milliardenhilfen für die Ukraine ja auf der Kippe. Präsident Zelensky, inwiefern erwarten Sie von Deutschland, dem zweitgrößten Unterstützer, dass es in diesem Fall in die Bresche springt und das kompensiert? Und an Herrn Scholz gerichtet, wäre Deutschland zusammen mit den europäischen Partnern überhaupt in der Lage, diese Lücke zu kompensieren, das irgendwie aufzufangen? Hätte Europa die Kraft dazu? Ich zähle darauf, dass die Vereinigten Staaten nicht wegfallen werden. Ich glaube, dass der Großteil der Bevölkerung dort die Ukraine unterstützt, was ja auch gerecht ist. Wir verstehen, dass wir nicht nur die Ukraine verteidigen, sondern auch Europa verteidigen und die gemeinsamen Werte. Solche Signale habe ich vom Präsidenten bekommen und von der Administration des Präsidenten und von den Vertretern beider Parteien. Es gibt natürlich radikalere Stimmen, es gibt ganz laute Stimmen in Amerika, die auch in dem politischen Prozess tätig sind, aber trotzdem, ungeachtet aller Probleme, die jetzt im Repräsentantenhaus oder im Kongress auftreten können, insgesamt in der Politik wegen des Wahlprozesses, glaube ich nichtsdestotrotz, dass wir hier pragmatische, diese gewohnte amerikanische pragmatische Herangehensweise letztendlich haben werden, weil wir die Sicherheit der Welt verteidigen. Und dieser Krieg und diese Verteidigung findet jetzt auf ukrainischem Boden statt und wir zahlen den höchsten Preis dafür. Deshalb zähle ich auf diese Unterstützung, aber nicht nur die. Es sind nicht nur Worte, es sind auch Taten. Ich habe mich heute bei Herrn Bundeskanzler bedankt für sein Treffen mit dem Präsidenten der Vereinigten Staaten, dass sie darüber gesprochen haben, über die Unterstützung der Ukraine, dass wir die beiden Parteien, die Unterstützung beider Parteien haben können, dass die Unterstützung der Ukraine noch weiterhin stattfinden kann. Das ist zum einen. Zum anderen gibt es natürlich immer Risiken. Es gibt unterschiedliche Gruppen, die Druck ausüben wollen und die Wahlen, das ist auch ein schwieriger Prozess. Und wir zählen aber nicht nur auf Deutschland, sondern auf die Europäische Union, auf diese Vereinigung der Länder. Es geht nicht nur um Geld oder bestimmte Waffengattungen. Es ist eine politische Vereinigung. Und wenn es hier Einigung gibt, dann gibt es Sanktionen gegen Russland, gegen die russische Industrie und andere Bereiche. Und diese Schritte, die hängen davon ab, wie einig sich die europäischen Länder sind und nicht nur die Europäische Union. Wir zählen auf die europäische Einigung, auch in dieser Hinsicht. Aber auch zusammen natürlich mit den Vereinigten Staaten. Und die Erhöhung der Waffenproduktion, über die wir gesprochen haben, der Bundeskanzler gesprochen hat, das haben schon alle verstanden. Man sollte diese Produktion erhöhen. Russland macht das auch, aber Russland kann nicht mit Europa und nicht mit der anderen Welt mithalten. Damit Sie wissen, die Ukraine produziert auch jetzt mehr Waffen. Jetzt zehnfach, hundertfach bei einigen Waffen, tausendfach bei Drohnen, zum Beispiel bei diesen sehr wichtigen Drohnen, Kampfdrohnen. Und ich habe schon Herrn Bundeskanzler eingeladen, um zu zeigen, was wir jetzt schon können. Wir können nicht öffentlich darüber sprechen, aber nicht desto trotz, was unsere Menschen und unsere Industrie schon geschafft hat, während des Krieges neue Verteidigungstechnologien, Sicherheitstechnologien, die jetzt in diesem Krieg sehr wichtig sind. Und ich glaube, wir können auch dieses Wissen später mit unseren Partnern teilen, auch mit Deutschland. Sie wissen, ich war vor kurzem in den USA. Ich habe mit dem amerikanischen Präsidenten gesprochen, der ein ganz klarer Unterstützer der Ukraine ist und sich sehr dafür einsetzt, dass auch der Kongress jetzt die finanziellen Mittel bereitstellt, die notwendig sind. Ich habe die Gelegenheit meines USA-Besuchs auch genutzt, um in der Öffentlichkeit dort zu sprechen, aber auch mit Senatorinnen und Senatoren. Das war sehr hilfreich und habe bei den beiden großen Parteien des amerikanischen Kongresses mich dafür eingesetzt, dass jetzt auch zeitnah diese Entscheidung gefällt wird.
Wir wissen um die politischen Rahmenbedingungen in den USA. Trotzdem ist das ganz wichtig, denn wir haben etwas, das uns verbindet. Die Ukraine, die europäischen Staaten der Europäischen Union, aber auch die Vereinigten Staaten von Amerika, uns alle in der NATO. Das ist unser Bekenntnis zur Demokratie, zum Rechtsstaat, zum Recht des Menschen, dass er im Mittelpunkt steht und nicht der Zweck für die Machtpläne irgendwelcher Imperienplaner ist. Und das ist, glaube ich, ganz entscheidend, dass das dann auch in entsprechender Unterstützung mündet. Die USA ist eine Großmacht und ihre Unterstützung ist für die Sicherheit und die Fähigkeit der Ukraine, sich zu verteidigen, essentiell. Wir tun unseren Beitrag auch, aber trotzdem sollte der USA nicht unterschätzt werden. Und das ist mein Appell an die Verantwortlichen im amerikanischen Kongress, im Senat und im Repräsentantenhaus, dass sie diese Entscheidung treffen. Es kommt auch auf Amerika an. Okay.